Sieht schön aus, ne? Lara hat Schmerzen. Ich glaube, wir gehen immer weiter. So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Folge Nummer 2. Galerie freigeschaltet, Hauptmenü und Extras. Mal schauen, was wir da freigeschaltet haben. Alter. Ich kann, Lara, Vorsicht. Leider nicht auf hohen Grafikeinstellungen spielen, weil es einfach dann zu sehr ruckeln würde. Wo sind sie? Wahrscheinlich lernt ein März. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Extremst. Wie läuft die? Naja, okay. Sieht extrem geil aus. Also die anderen Tomb Raider Teile, ja, waren ganz in Ordnung. Aber das ist doch einfach geil hier. Oh oh. Okay. Ganz langsam. Ganz langsam. Boah, Lara. 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 Okay. Alter. Lara. Mach doch nicht sowas. Ei, ei, ei. Und zack. Komm. Sehr gut. Und weiter. What? Krasser Shit. Da kommt einfach mal so ein Flugzeug. So, und ich glaube, wir müssen da ran, ne? Ja. Ja, da müssen wir ran. Okay, okay, okay. Was? Ah. Schnell. Nein. Wo lang? Da lang. Oh. Hier lang, hier lang, hier lang. Zack. Alter, Lara. Mach nicht so ein Mist. Schnell, schnell. Alter. Alter, was eine Frau. Die ist doch krank. Mann. So, vorsichtig, ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nein, nicht in den Abgrund. Nicht in den Abgrund. Ach, gut. Alter. Was? Zurückgesprungen, um am flachen Wänden hochzuspringen. Ah, zweimal, halt. Jetzt. Mann, da sind wieder Tastenkombis dabei, das ist unglaublich. Sams Tasche. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Was haben wir noch? Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Niemand. Funkgerät, neue Ausrüstung. Haben wir sonst noch irgendwie was? Da haben wir nichts. Haben wir eine Schwimmweste halt? Ne, ich glaube, hier haben wir nichts mehr. Okay. Hopp. Wow. Lara, nein, nein. Oh. Lara, Lara, Lara. Ah, da vorne ist ein Felsen. Raus aus dem Regen. Jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Scheiße. Die arme Frau. Oh, Alter.
das. Auch wenn es jetzt überhaupt nicht zum Thema passt, aber sie sieht schon geil aus, ne? Sie ist schon... Germany's Next Topmodel wäre schon drin, ne? Miss oder Miss America, wie das... Keine Ahnung, wie das heißt. Sie friert. Wasch dir doch erstmal die Hände, Mädel. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Jawohl. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Doch. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? 7 Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Dich zum Depp machen.
Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Ja. Ein bisschen über Laras Vergangenheit. So, wo können wir denn... Wo sollen wir denn was zu essen finden? Haben wir vielleicht hier irgendwie ein kleines Souvenir oder? Okay. Oh, pass auf. Sieht schon geil aus. Also die Stimmung, die kommt irgendwie so voll rüber. Man ist... Was blinkt denn da? Komme ich da hin? Stelle. Oh Gott. Oh. Armer Kerl. Hey, der hat einen Bogen. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Ja. Aber vorher, ich will mal gucken, ob wir da... Ja, da können wir irgendwie rüber. Ich will da hin. Ich will das Leuchtende. Vorsichtig. Hopp. Da waren Pfeile, habe ich gerade gesehen. Hopp. Ah. Komm, nochmal. Ja. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Pfeile, was ist das? Ich brauche eine Waffe. Geocaches. Küstenwald-Set begonnen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Werde ich schon irgendwann sehen. Boah, vorsichtig, Lara. Jetzt darüber und da glitzert auch irgendwas. Hopp. Da sind Pfeile. Hier sind auch noch Pfeile. Die nehmen wir gleich mit. Dann da hoch. Hier haben wir auch noch ein paar Pfeile. Da. Ach du Scheiße, hier sind so viele Pfeile. Nimm mit. Ist hier oben noch irgendwie was? Ah. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt, nein, ja. Gib her. Au. Ja. Provisorischer Langbogen. Neue Ausrüstung freigeschaltet. Und Pfeile haben wir auch schon. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst halten Sie rechte Maustaste gedrückt. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Okay, okay. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Ja, Lara, ganz ruhig, ganz ruhig. Du findest schon was. Wir haben doch hier irgendwie so... Hirsche sind ja hier rumgelaufen. Da sind noch mehr Pfeile. So, nimm mit. Jetzt darüber. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Da. So. Vorsichtig, zack. Nee. Nein! Nicht wegrennen! Bleib da! Dreck! Wo tötet man solche Tiere am besten? Im Kopf, ne? Ich glaube, ich darf nicht rennen. So, wie war das? Y, ne? Direkt zwischen die Augen. Sorry, kleines Reh, Hirsch, keine Ahnung, was das ist. Oh, voll. Das arme Tier. Entschuldige.
das ist schwer. Arme Lara. Okay, zurück zum Lager. Zurück zum Lager, Lager, Lager. Lara, da. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Gut. Ach komm, ich laufe noch schnell zum Lager zurück. Obwohl, nee, vielleicht ist dann wieder ein bisschen mehr der Story vorbei. Ich bleib mal hier im Wasser stehen und wir sehen uns dann in der Folge Nummer 3. Uah, mein Stift. Immer die Folge markieren, die ich schon gemacht habe. Und dann sehen wir uns morgen in Folge 2. Geiles Spiel, gell? Also dann, bis morgen! So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.